Diese Woche unter anderem bei Preview. Das Wetter schlägt zu. Gerard Butler und Andy Garcia in einem Weltuntergangsszenario vom Feinsten. Geostorm. Ein Serienkiller schlägt zu. Michael Fassbender in einem düsteren Skandinavien-Krimi. Der Schneemann. Ich war vorher bei der Vermisstenstelle. Harry Hole. Wir studierten Ihre Fälle an der Akademie. Liegen die bereits so weit zurück? Und ein Monster schlägt zu. Felicity Jones und Sigourney Weaver in einem dunklen Fantasy-Spektakel. 7 Minuten nach Mitternacht, unser DVD-Tipp der Woche. Wow, du sagst es. Nachdem eine Reihe von Naturkatastrophen die Erde beinahe vernichtet hatte, wurde zum Schutz ein Satellitensystem installiert, mit dem das Wetter kontrolliert wird. Satellitendesigner Jake Lawson wird zur Hilfe gerufen, als die wichtigste Wetterkontrollstation im All plötzlich das Gegenteil von dem macht, was sie soll, und die Erde in einem Geostorm zerstört zu werden droht. Was also schlagen Sie vor? Wir schalten alle Satelliten ab. Ich muss hier niemanden dran erinnern, wie viele Menschen durch Klimakatastrophen gestorben sind. Ich wünsche keine weiteren Vorfälle. Musst du schon wieder ins All? Ich komme doch wieder. Versprochen. Gute Reise, Sir. Für den wichtigsten Auftrag seines Lebens muss sich der Fachmann jedoch mit seinem Bruder Max versöhnen, denn nur gemeinsam können sie eine weitere Katastrophe abwenden. Mr. Jake Lawson. Der? Jake Lawson? Sie sehen viel älter aus, als ich gedacht hätte. Ich meine, Sie sehen gut aus. Bin ich jetzt gefeuert? Mein Zugang ist blockiert. Ein Satellit kann mal schlechten Empfang haben. Nicht ein Satellit. Alle. Das war keine Fehlfunktion. Das war Absicht. Es kann weltweit zu katastrophalen Wetterereignissen kommen. Ein Geostorm. Wirbelstürme, Überschwemmungen, Zerstörung von massiven Ausmaßen. Durch den Fehler des Satelliten spielt das Wetter völlig verrückt. Doch war es bloß eine Fehlfunktion oder Sabotage? Sie setzen es als Waffe ein. Das Chaos wird von Terroristen genutzt, um ein Attentat auf den US-Präsidenten Palmer durchzuführen. Ist das ein Witz? Wir entführen den Präsidenten in einem selbstfahrenden Taxi? Die Klimaerwärmung ist real. In dem Katastrophenfilm Geostorm wird die Menschheit durch ein Wetterkontrollsystem vor den Katastrophenfolgen der Klimaerwärmung bewahrt. Doch das menschgemachte Wetter entpuppt sich bald als noch größeres Desaster. Besetzt mit Stars wie Gerard Butler, es ist, wie es ist, Andy Garcia, Ed Harris, Jim Sturgess und der deutschen Schauspielerin Alexandra Maria Lara zeigt Geostorm die ganze Macht des Wetters in eindrucksvoll katastrophalen Bildern. Roland Emmerich lässt grüßen. Produziert wird der abenteuerliche Weltuntergang von einem Neuling. Als Drehbuchautor und Produzent hat Dean Devlin zwar bereits an Klassikern und Genreperlen wie Universal Soldier oder Independence Day mitgearbeitet. Für Geostorm übernimmt er nun jedoch zum ersten Mal die Regie. Herausgekommen ist ein herrlich überdrehtes Weltuntergangsszenario, in dem das Wetter die gefährlichste Superwaffe ist. Gestern Nacht ist eine Frau verschwunden. Wir haben gerade ihre Leiche gefunden. Er nennt sich selbst Schneemann. Fingerabdrücke? Und der Kopf fehlt. Wir wissen nur eins mit Sicherheit. Er spielt mit uns. Harry Hole ist der Anführer einer Eliteeinheit der Polizei und hat den Auftrag, den Mord an einer jungen Frau während der ersten Schneefälle zu untersuchen. Bald schon wächst in ihm der Verdacht, dass ein Serienkiller wieder aus dem Ruhestand zurückgekehrt ist, der nie geschnappt wurde. Der Schneemann, genannte Mörder, hat Harry persönlich auserkoren und fordert ihn mit spöttischen Nachrichten und absichtlich platzierten Hinweisen zu einem intellektuellen Wettstreit heraus. Mithilfe seiner brillanten Kollegin Catherine Brett, die erst seit kurzem bei der Polizei arbeitet, muss er den Fall lösen, bevor der Killer beim nächsten Schneefall wieder zuschlägt. Dafür rollen die beiden die jahrzehntealten Fälle von damals wieder auf, in der Hoffnung, sie mit dem jüngsten Mord in Verbindung setzen zu können.
Wir müssen ihn irgendwie rauslocken. Sei vorsichtig. Wir wissen nicht, womit wir es zu tun haben. Er beobachtet uns die ganze Zeit. Baut Schneemänner, schneidet Dinge in kleine Stücke. Er provoziert uns. Wenn wir ihn nicht finden, wird das nie aufhören. Komm schon! Eine weitere Vermisste. Wir übersehen irgendwas. Wir sollten zuallererst die Art und Weise feiern, die uns zusammengebracht hat. Er verheimlicht eindeutig etwas. Du kannst Puzzleteile nicht anpassen. Eigentlich sollte der Oscar-Preisträger die Regie bei der Ionescu-Verfilmung Der Schneemann übernehmen. Zwischendurch hat er jedoch die Rollen getauscht und war als Produzent an dem Krimi beteiligt, während die Regie von Thomas Alfredson übernommen wurde. Der Schwede hatte mit So finster die Nacht bereits bewiesen, dass er stimmungsvollen Grusel auf die Leinwand bannen kann. Basierend auf dem 7. Teil der Harry Hole-Buchreihe von Ionescu legt Alfredson nun einen Thriller im dunklen Norden vor. Für die Verfilmung konnte Alfredson einen absolut hochkarätigen Cast engagieren, allen voran Alien Covenant-Star Michael Fassbender als desillusionierter Hauptkommissar. An seiner Seite stehen Stars wie Rebecca Ferguson, J.K. Simmons und Charlotte Gainsbourg. Vielleicht kriegst du hiermit deine Eier wieder. Du hättest jede retten können. Hallo? Du hattest von mir alle möglichen Hinweise. Beim Eishockey ist es wie im Leben. Es gibt die Harten und die Wahren. Vielleicht wird einmal einer von euch ein Profi, genauso wie ich. Wenn du sicher nicht, wenn du dir zuhörst, du Duppe. So, jetzt holt das Bier auf. Sei nicht so, Lulu, die anderen schauen ja schon. Komm jetzt. Harald Pinter, kurz Harry genannt, ist Mitte 40 und trotz unaufhaltsam nach hinten fliehendem Haaransatz und kleinen Schwimmreifen um die Mitte immer noch sehr überzeugt von seinem Auftritt. Doch wenn Harry mit seinen Kumpeln im KAC-Stüberl von den späten 1980ern und dem Titelgewinn für die Klagenfurter Heimmannschaft im Eishockey schwärmt, an dem er als gefürchteter Ausputzer und Drecksau keinen kleinen Anteil hatte, spürt man, die besten Zeiten hat er hinter sich, nicht nur optisch. Heute schiebt Harry als Fahrschullehrer eine ruhige Kugel und ist der festen Überzeugung, dass seiner Dauerfreundin Ines nichts Besseres passieren konnte als eine Beziehung mit der stadtbekannten Drecksau, also eben genau ihm. Du holst selber den Goschen, du Trierche! Okay, Harry, jetzt bin ich vielleicht ein bisschen nicht zu weit gegangen. Du hast dich gerade in der Küche von einem anderen Mann bocken lassen. Du wolltest im Schlafzimmer weiter lieber gewesen, oder was? Als er jedoch Ines mit ihrem Universitätsprofessor, dem Watzlawick-Forscher Herwig Pansi, in Flagrante erwischt, gerät sein Selbst- und Weltbild doch gehörig ins Wanken. Der Film ist eine ORF-Stadtkomödie und der neue Film von Andreas Schmid, der zuvor Die Werkstürmer mit Michael Ostrowski inszeniert hat. Kennst du einen schönen Satz mit Kärnten? Nein! Aber in Kärnten, den zwar! We had lightbulb moment when we were cooking bacon on the stove and Esther's 5 pounds at our feet, waiting for something to fall off of the stove. And I just was like, oh my gosh, like it just happened. It was like this bulb, it was a crazy moment. And we never ate meat after that point. In The End of Meat wagt Filmemacher Marc Pirschel den Blick in eine Zukunft ohne Fleisch sowie deren Auswirkungen auf Umwelttiere und uns selbst. Dabei begegnet er Esther, einem Hausschwein, welches das Leben von zwei Kanadiern komplett auf den Kopf stellte, spricht mit den Pionieren der veganen Revolution in Deutschland, besucht die erste vegetarische Stadt in Indien, begegnet geretteten Nutztieren in Freiheit und er trifft auf Wissenschaftler, die am tierfreien Fleisch forschen, das den 600 Milliarden schweren globalen Fleischmarkt revolutionieren soll. Walls in these dark, horrible, stinky places where no one's allowed to enter. I think people would not participate in violence against these animals if they saw the animals firsthand. I have no doubt about it. Nothing serious is going to change until there's just a catastrophe that forces us to change. Alles in allem ein weiterer Film, der Pseudoreligion des Veganismus einen seriösen und wissenschaftlichen Anstrich verleihen soll. One of the worst practices ever developed on the planet was this consumption of other animals for food and using them for resources. Mm-hmm.
Welche Herausforderungen erwarten den Direktor eines Museums? Wir sind ein Museum moderner und zeitgenössischer Kunst und müssen der Zeit entsprechende Kunst zeigen. Der Wettbewerb ist gnadenlos. Christian Nielsen ist der Chefkurator des X-Royal Museums in Stockholm und steht aktuell mitten in den Vorbereitungen für eine Installation mit dem Namen The Square. Hinter diesem Namen verbirgt sich eine Freifläche, auf der sich jeder humanitär und zuvorkommend verhalten soll und auf der jeder die Hilfe bekommen soll, die er benötigt. Im kommenden Herbst präsentieren wir die argentinische Künstlerin und Soziologin Lola Arias und ihre Ausstellung The Square. Wir als Museum dürfen keine Angst haben, Grenzen zu überschreiten, das auf gar keinen Fall. Die Vorbereitungen aber werden durch eine Reihe von Ereignissen erschwert. Zum einen wird Christian Opfer einer Gruppe von Trickdieben und offenbart bei dem Versuch, seine Wertsachen zurückzubekommen, dass er doch nicht so frei von Vorurteilen ist, wie er gerne wäre. Zum anderen entwickelt sich die Werbekampagne für The Square nicht so, wie Christian es gerne hätte. Und auch die Affäre mit der amerikanischen Kunstjournalistin Anne läuft nicht besonders gut. Sagen Sie mal, wie oft suchen Sie die Nähe von Frauen, die Sie kaum kennen? Und schlafen mit ihnen? Fragen Sie sie, wie sie heißen? Ja. Und wie heiße ich? In seinem neuen Film seziert der schwedische Regisseur Ruben Östlund unsere ganze Gesellschaft. In der bissig ätzenden Satire The Square wirft der studierte Grafikdesigner nämlich die nur scheinbar simple Frage auf, an welchem Punkt die Unmenschlichkeit so groß wird, dass man einfach nicht mehr wegsehen kann. Obwohl Filmemacher Östlund dabei einem konkreten Versuchsaufbau folgt, ist der beim Filmfestival in Cannes mit der Goldenen Palme ausgezeichnete The Square trotzdem kein dröges Petrischalenkino geworden, denn der Regisseur hat sein strenges Leinwandexperiment mit einer spektakelhaften Inszenierung, launigen Einlagen und jeder Menge beißenden Humor aufgelockert. Ja, man kann schon sein, dass es das nicht ist. Kann schon sein. Aber Gerechtigkeit wollen wir doch. Ja, ja, ja. Das ist perfekt. Ja. Zeigt man in einem Museum ein Objekt, wird es dann zum Kunstgegenstand. Nehmen wir zum Beispiel Ihre Handtasche, um sie da hinzustellen, würde sie dann ein Kunstwerk. Ah. Okay. Hey, du hast mich lieb genannt, ich mach Chaos mit dir. Es wird Zeit, was zu essen. Wir haben ein fantastisches Buffet. Wir haben für Sie Maishuhn mit einer Pilzfüllung und dazu... Lassen Sie sich bitte Zeit, dass... Sie sollen sich Zeit lassen! Wir feiern die Champagner! In 30 Minuten ist Ihr Razzia. Du bist schnell. Ich bin schnell. Wo ist das Problem? Vergiss das. Die gibt dir nicht mal ihren Namen. Nicht alle. Ich weiß nicht. Also... Nicht da jedenfalls. Ich kann einstecken. Der 17-jährige Mauser verliebt sich in Jackie aus dem reichen Viertel, die eigenem Bekunden nach eitel, zickig und unkeusch ist. Kompliziert wird die Sache auch deswegen, weil der 21-jährige Ada aus der Videothek wiederum großes Interesse am Mauser hegt. Du kennst mich doch gar nicht. Eine Freundin. Weißt du, ich möchte im Moment einfach nicht mit dir vögeln. Verstehst du das? Hast du das gerade wirklich gesagt? Trottel. Aber in Mausers Leben geht es um mehr als darum, wer wen liebt. Sein Vater erwürgt im Streit seine Frau und der Bub muss sich im Boxring mit seinem Kumpel Condor messen, was die Freundschaft auf eine sehr harte Probe stellt. Wann hast du deinen Vater zum letzten Mal gesehen? Sonntagnachmittag. Worüber habt ihr geredet? Ich würde es gerne rückgängig machen. Geht oder nicht? Wir sagten mindestens, dass es kein Traum ist. Außerdem hat Mauser ständig das Gefühl, von einem Indianer verfolgt zu werden. Als Krönung zieht noch ein Unwetter biblischen Ausmaßes auf. Wie bitte soll Mauser mit all dem fertig werden? Wir sehen uns auf dem Power. Also wolltest du sowieso da? Ich fahr da nicht zum Feiern hin. Trinkgeld wäre auch mal schön gewesen. Herzlich willkommen. Was können wir für Sie tun? Ich suche jemanden. Das Power-Wow, Mann. Hier kannst du nur finden. Ich als dein Mentor sage dir, du brauchst einen Kick. So wach warst du noch nie. Ein Wort, ein Wort. Du bist eifersüchtig. Was ist das?
Lightning McQueen ist wieder unterwegs und er ist schneller als jemals zuvor. Wie großartig Animationsfilme mittlerweile aussehen können, das seht ihr im Kino. Cars 3 landet diese Woche auf Platz 3. Lightning McQueen sich aus dem Rennsport zurückziehen? Ich entscheide, wann Schluss ist. Manchmal dauert es dann doch etwas länger mit dem Sequel. Ganze 35 Jahre sind seit dem ersten Teil vergangen, doch nun ist er zurück. Blade Runner 2049 landet auf Platz 2. Und ganze 27 Jahre ist es her, seit es zum ersten Mal als Fernsehfilm zu sehen war. Jetzt wurde der Stoff für die große Leinwand adaptiert und tja, was sollen wir dazu sagen? Richtige Entscheidung, Platz 1. Wenn wir jetzt einen Bleistift nehmen und ein Gesicht malen, dann sehen wir das Leben in den Augen. Das Leben liegt immer in den Augen. Da ist ein Monster. Wie beginnt die Geschichte? Der kleine Connor lebt bei seiner kranken Mutter Elizabeth und fühlt sich in der Schule alles andere als wohl. Einige Kinder hänseln ihn, andere behandeln ihn wegen der Krankheit seiner Mutter wie ein rohes Ei. Und auch zu Hause scheint sich alles nur noch weiter zu verschlimmern, vor allem wenn Connor bei seiner strengen Großmutter sein muss. Du wirst bei mir wohnen und fass hier nichts an. Es ist eine sehr bewegende, eindringliche Geschichte. Es braucht einen ungewöhnlichen Regisseur, um die Balance zu finden zwischen der Realität und der Traumwelt, in die sich Connor immer wieder flüchtet. Was hat so lange gedauert? Es ist Zeit für die dritte Geschichte. Es war einmal ein unsichtbarer Mann. Er war es leid, dass niemand ihn sah. Es war nicht so, dass er wirklich unsichtbar war. Es war vielmehr so, dass die Leute sich daran gewöhnt hatten, ihn nicht zu sehen. Eines Tages ertrug es der unsichtbare Mann nicht mehr. Er dachte bei sich, wenn niemand dich sieht, bist du dann überhaupt da? Denn neben der aufwühlenden Realität hat Connor obendrein immer wieder Albträume, in denen er an den drohenden Tod seiner Mutter erinnert wird. Träume, in denen die alte Albe vor dem Fenster lebendig wird und sich plötzlich in ein knorriges Monster verwandelt. Das unheimliche Wesen zerstört die Umgebung und erzählt Connor, worin der Unterschied besteht zwischen Realität und Märchen. Ich weiß alles über dich. Die Wahrheit, die du verbirgst. Die Wahrheit, die du träumst. Es ist kein Märchen im herkömmlichen Sinn, man lernt etwas als Zuseher. Es geht nicht darum, in eine fremde Welt zu entfliehen, sondern sich seinen Ängsten zu stellen. Schau her. Hallo Oma. Mami. Und Mami. Jetzt geht's los. Nimm mal ein Bild für dich. Es liegt eine stille Traurigkeit über dem Film, ein Gefühl von unerklärlichem Verlust stellt sich auch ein, wenn man mit ansehen muss, wie die junge und schöne Felicity Jones als Elizabeth immer stärker körperlich verfällt. Ihre schauspielerische Leistung und vor allem die beeindruckende Darbietung von Connor-Darstellung Louis McDougall, der nahezu in jeder Szene des Films präsent ist, runden das stimmige Gesamtbild ab. Und wer sich doch etwas von der metaphernlästigen Erzählweise gestört fühlt, der wird durch die sehr schöne und durchaus unerwartete Schlussszene versöhnt. Um noch einfacher an unserem Gewinnspiel teilnehmen zu können, holt euch jetzt die Tonio-App. Gratis auf tonio.com, im App Store und bei Google Play. Wer die App schon hat, sollte sie jetzt aktivieren. Du und ich, wir sind ein Team. Ich hab Angst. Natürlich hast du Angst. Aber du wirst es schaffen. Deswegen hast du mich gerufen. Um eine DVD oder Blu-ray mit dem Film 7 Minuten nach Mitternacht gewinnen zu können, hinterlasst uns das Kennwort Mitternacht. Aktiviert dafür jetzt die Tonio-App und hört gut zu. Sobald sich auf eurem Smartphone ein Formular öffnet, hinterlasst euren Namen, eure Adresse und das Kennwort. Dabei heißt es aber schnell sein. Wer uns als Erster oder Erste die Nachricht hinterlässt, gewinnt. Wir wünschen euch schon jetzt viel Glück und eine schöne Kinowoche. Und wenn ihr die Tonio-App noch nicht habt, holt sie euch jetzt gratis auf tonio.com, im App Store oder bei Google Play.
Unser Team ist die Elite der Elite. Wir sind das Herz und die Seele dieses Standes. Wir retten, wenn andere nicht mehr retten können. Und wir gehen dabei bis zum Äußersten. Mitch Buchanan hat als charismatischer Anführer eines Teams von Rettungsschwimmern alle Hände voll zu tun. Vor allem ein Neuzugang bereitet ihm Sorgen. Matt Brody war einst olympischer Schwimmer, doch wurde er nach einem aufsehenerregenden Zwischenfall verbannt. Nun muss Mitch ihn als PR-Maßnahme in sein Team aufnehmen, obwohl er den aufrührerischen Jungspund überhaupt nicht leiden kann. Wir stehen kurz vor dem Abgrund. Die Stadt hat uns die Gelder gestrichen. Wir müssen wieder frischen Wind in die Marke Baywatch bringen. Ich bin Matt Brody, bereit zum Dienst. Guckst du gerade auf meine Brüste? Du solltest mir ins Gesicht sehen. Ich versuch's, aber das ist so nah dran an deinen Brüsten, weißt du? Ja. Sie denken, der Vogel kann uns die PR bringen, die wir brauchen? Lasst uns feiern! Er ist leichtsinnig. Wetter zur Seite! Und er hat 2 Goldmedaillen. Wie viele Goldmedaillen haben Sie? Ich würde mal schätzen, 0. Summer hingegen ist recht angetan von dem Neuankömmling und das nicht nur rein beruflich. Und auch die Kollegen Stephanie, Ronnie und CJ kämpfen nicht nur mit den Wellen, sondern auch in privaten Problemen mit der einen oder anderen Liebelei. Du vergisst niemals den Menschen, der dir dein Herz stiehlt. Oder den Menschen, der dich schön verarscht. Was für eine Meise! Der Scheiß, der hier abgeht, stinkt schlimmer als toter Fisch. Und meine Eier sagen mir, wir sehen uns das besser an. Das ist keine gute Idee, Mitch. Wir sind Rettungsschwimmer. Und meine Eier sagen, lass uns bloß nichts überstürzen. Tja, meine Eier sagen, scheiß auf das Gejammer, lass uns das wie Männer regeln. Immer geht's nach deinen Eiern. All das muss aber bald beiseite gewischt werden, denn als Mitch und Matt einer kriminellen Verschwörung auf die Spur kommen, die ihren Strand bedroht, müssen sie als Team perfekt funktionieren. Drogen, Mord, Leiche an unserem Strand. Das fing alles an, seit sie hier aufgetaucht ist. Manche Menschen führen Böses im Schilde. Wir müssen machen, was wir bei Baywatch am besten können. Ihr seid Rettungsschwimmer, nicht die Polizei. Jason Bourne ist ein Scheiß gegen mich. Diese Geschichte hätte auch noch viel schlimmer ausgehen können, oder? Hey, ein Fuß, das bringt Glück. Heb ihn auf. Vielleicht finden wir in der Leichenhalle Beweise. Such seinen Damm nach Einstichen ab. Ich soll seinen Damm untersuchen? Jetzt sei kein Baby und heb seinen Hodensack hoch. Alter, es ist ein Damm, okay? Du hast gar nicht hingeschaut. Sexy Bademode, rote Bojen, heiße Sounds, unerschrockene Rettungsaktionen und jede Menge Slow-Motion-Einstellungen machten Baywatch, die Rettungsschwimmer von Malibu, zu der Kultserie der 90er. Regisseur Seth Gordon bringt uns mit Baywatch jetzt den coolen Spaß und die heißen Sprüche endlich zurück und beschert uns den schärfsten Kinosommer aller Zeiten. Und übrigens, auch The Hoff darf natürlich nicht fehlen, auch wenn seine Rolle diesmal etwas kleiner ausfällt. Er spielt den Mentor im Hintergrund. Wir wünschen viel Spaß. Um noch einfacher an unserem Gewinnspiel teilnehmen zu können, holt euch jetzt die Tonio-App. Gratis auf tonio.com, im App Store und bei Google Play. Wer die App schon hat, sollte sie jetzt aktivieren. Was glaubt ihr, wo wir hier sind bei den vernappten X-Games? Sorry, wir waren gerade auf einer Rettungsschwimmer-Verfolgungsjagd. Eine Rettungsschwimmer-Verfolgungsjagd? Wollt ihr mich verarschen? Wie erkläre ich es, damit ihr sonnenverbrannten Hirn nicht das versteht? Um eine DVD oder Blu-ray mit dem Film Baywatch gewinnen zu können, hinterlasst uns das Kennwort Mitch. Aktiviert dafür jetzt die Tonio-App und hört gut zu. Sobald sich auf eurem Smartphone ein Formular öffnet, hinterlasst euren Namen, eure Adresse und das Kennwort. Dabei heißt es aber schnell sein. Wer uns als Erster oder Erste die Nachricht hinterlässt, gewinnt. Wir wünschen euch schon jetzt viel Glück und eine schöne Kinowoche. Und wenn ihr die Tonio-App noch nicht habt, holt sie euch jetzt gratis auf tonio.com, im App Store oder bei Google Play. Es gibt nur wenige Menschen, die schweigen können, wenn man ihnen den Finger zwischen einen Türspalt klemmt und die Tür zuschlägt. Ich hab doch gar nichts gesagt! Und warum fragt mich der Metzger dann, ob wir einen jüdischen Jungen bei uns versteckt haben? Ihre Arbeit ist von größter Wichtigkeit. Sioma? Wir kennen uns doch. Mutter hat erzählt, dass Stella für die Gestapo spitzelt. El? El Lewinsky, bist du's? Wo ist er? Wenn ich in 2 Stunden nicht zurück bin, dann... Mama, von welchem Onkel ist Eugen der Sohn? Jetzt mach deine Hausaufgabe weiter.